Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Sunshine. In der letzten Folge haben wir wieder mal einige Sterne gesammelt, haben gesehen, dass es irgendwie einen Yoshi geben muss hier in diesem Spiel. Da gab es ja bis jetzt gar keine Info in der Richtung. Und dann haben wir diesen Lichtkegel hier freigeschaltet, der von den Bewohnern hier sonderbar angeschaut wird. Und wir werden doch mal schauen, was die dazu zu sagen haben. Sieh dir hin und wieder die Sonne an. Vor allem an dieser Stelle strahlt sie ganz besonders. Okay. Das heißt, wir machen so und schauen in die Sonne. Woo! Wie bei Super Mario 64 im Foyer vom Schloss, da konnte man auch in die Sonne schauen und in so einen Lichtkegel und dann halt irgendein extra Level entdecken. Entkurke den Wasserfall. Ah, ich glaube, das Level, das mag ich. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich zeige ja hier sowieso schon die ganze Zeit die verschiedenen Level, ohne wirklich die ganzen Level zu Ende zu bringen. Nur das erste habe ich bis jetzt zu Ende gebracht, aber das werden wir alles noch schaffen. Alles prima. So, was gibt's, Kollege? Herzlich willkommen, Meister Mario, wenn ich nicht irre. Wir haben viel von dir gehört, genau, und nur Gutes natürlich. Kurz zu mir, ich bin ein alter Mann, der das Angeln liebt. Aber seit kurzem gibt es ein Riesenproblem. Sieh bitte nach oben. Ein Maulwurf, der schießt mit seiner Farbkugel und so. Ja, okay, ist in Ordnung. Ich verstehe, aber die Farben sind doch schön. Ich weiß nicht mehr, aber jemand hat den Wasserfall verkorkt. Aus diesem Grund ist unsere wunderbare Bucht verschmutzt. Ja, das ist okay. Ja, das verstehe ich. Ich kann nicht angeln. Bitte hilf uns. Entferne den Korken. Erfülle die Bitte eines alten Mannes. Östelhundenschneuz. Wie? Du erfüllst sie? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wusste, du hilfst uns. Achte auf den Kerl mit dem Korken. Vor dem Korken. Beim Korken. Ach, ihr wisst schon. So, hallo und willkommen zu einer neuen Stage. Wie heißt die? Baja Paradiso, ein sehr, sehr schöner Name. So, für diejenigen, die heute meinen Stream schauen und gerne regelmäßig meine Streams anschauen. Nächste Woche fällt der Stream aus, weil ich im Urlaub bin. Da bin ich ein bisschen unterwegs und kann mal nicht streamen. Das heißt, ihr müsst dann eventuell, weil wenn ihr trotzdem was sehen wollt, mit meinem YouTube-Kanal vorlieb nehmen. Kann ich euch nur empfehlen. Da gibt es genauso viel Spaß wie hier. Oh, das ist falsch. Hallo. Oh. Alles klar. Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Wow. Oh, spring. Sehr schön. Ja, ne, also wie gesagt, das ist dann für diejenigen, die da öfters mal zuschauen, hier auch beim Stream. Gibt's mal eine Woche Pause, ne? Hilft alles nichts. Aber wie gesagt, auf YouTube läuft alles weiter, wie gehabt. Da lasse ich mich nicht lumpen. Das mache ich so, dass immer jeden Tag was kommt, wie sonst auch. Kann ich das wegmachen hier? Ne, also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut doch mal vorbei. So, was ist denn jetzt hier mit euch? Hört doch mal auf, mich hier so zu nerven. Ich müsste dann auch mal mein Wasser ein bisschen auffüllen, irgendwie. Muss ich denn lang? Ah ja, okay. So, weiter geht's. Ups, falsche Richtung. Wow. Was ist hier? Ist auch noch so eine Wand-Dings? Wie viele Stellen gibt's denn hier? Komm, ich laufe einfach hier hoch. Was soll das denn? Also, schieß mich nicht ab. Okay, ich laufe scheinbar nicht einfach da hoch. Miau. Komm ich da rüber? Yo. Was macht denn der... Was macht denn das Trampolin oder was auch immer das ist hier? Ups. Hallo? Oh, ich verstehe. Wie bin ich eigentlich so schmutzig? Mach dich mal sauber, Mario. Wie siehst du aus? Hä? Was tue ich hier? Okay, ist es hier irgendwie ein extra Gang? Ich sehe nichts. Danke. Okay, okay, okay. Ich glaube, das ist so eine Art extra Gang. Was ist hier? Oh, sehr schön. Hallo? Sekunde mal. Verdammt, ich wollte das gar nicht. Na gut, okay. Nur dann haben wir das halt erstmal. Da kann ich rein. Die blaue Münze nehmen wir mit. Halte die Raketendüse gedrückt. Ja, ich weiß. Ey, was war denn das? Was war denn das für eine Scheiße? Da hat mich einer rausgehauen. Ah, das war nicht gut. Mario, spring! Ja? Das geht sogar mit der Raketendüse recht gut, ne? Muss ich sagen. So. So, ich wollte mich nämlich hier jetzt noch... Da hat mich irgendeiner rausgeballert aus dem Ding. Das war wahrscheinlich so eine kleine Falle.
Und noch eine blaue Münze, super. Ja gut, dann haben wir die auch gleich noch eingesackt. Wieder zwei blaue Münzen. Mensch, das ist heute wirklich, das funktioniert. Das funktioniert einfach nur. So, und jetzt habe ich ein Problem. Weil ich habe jetzt nur noch die scheiß Düse hier und nützt mir irgendwie gar nichts. Münzen! Ist es der Ernst? Ja, komm. Jetzt kann ich doch mit der Raketendüse, müsste ich doch jetzt hier super hochkommen, oder? Ja, nützt mir bloß nichts, wieder mal. Juhu! Ich bräuchte eigentlich die andere Düse wieder, so ein bisschen. Oh. Ah, dann nehme ich halt einfach die Düse, was soll's. So. Leben! Nein! Ist hier Wasser? Ja, ich kann auffüllen. Sehr schön, auch gut. Water, woo. Da kann man echt seine Wasservorräte auffüllen. Ist ja komisch. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich bin kein großer Freund von dieser Raketendüse. Ich finde die ehrlich gesagt ein bisschen nervig, aber... Naja, mal mitnehmen, was soll es. So, da hätten wir mal eine Kleinigkeit an Leben. Das ist sehr gut. Nimmst du das mal? Ja. Nein, ich bin ein Vollidiot. Und ich kann nicht mal schießen. Oh, ich bin so ein Depp. Na, wenigstens bekomme ich hier die normale Düse wieder. Die Flugdüse. Ich bin so ein Idiot. Ach, Mann. Was ist mit dir eigentlich da drüben? Hallo, was machst du hier? Was bist du denn? Ja, guten Tag, ich wohne hier und betreibe den Bootsverleih, aber meine Boote sind weg und ich mache harte Zeiten durch. Danke für die Info. Wow. Oh Mann. Das ist typisch Mario, immer irgendwelche sinnlosen Infos von irgendwelchen Einwohnern, die hier nichts zu melden haben irgendwie. Naja, die blaue Münze da hinten, die holen wir erst später, wenn das hier mit dem Wasser sich wieder ein bisschen gelegt hat. So, und jetzt müssen wir dann nochmal schnellstens wieder hoch. Ach Gott, sowas Ärgerliches. Da habe ich mich aber gerade wirklich ein bisschen dämlich angestellt. Nee, reicht nicht. Was ist das hier? Nee, vergiss es. Nicht schon wieder. Was ist mit dir hier? Da ist doch auch schon wieder was. Versteckt. Sehe ich doch sofort. Sehe ich doch sofort hier. Das ist schon wieder... Ja, eine Plattform ist eine verschwundene. Ich spiele heute so gut. Es ist unglaublich. Seht ihr meine Gaming-Künste, meine unglaublichen Fähigkeiten? Ich könnte mich aufregen. Alter, ey. Junge, wie oft ich hier wieder runtergefallen bin gerade. Ich gabbel hier in dem Level rum, ne? So schwer ist das gar nicht. Ich müsste das schon dreimal geschafft haben, aber nee. Der Rikos, der ist heute unfähig. Äußerst unfähig. So. Rein da. Komm schon. Ja, reicht. Ab geht's. So, Flugdüse. Brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Halt. Na, komm. Und zack. So, auch schön. Ihr seht schon, ich will jetzt hier mal vorankommen, deswegen bin ich für einen Moment ein bisschen ruhiger. Ach, hier ist auch so ein Ding. Schön, das hätte ich auch nehmen können. Na gut, dann machen wir so. Komm, hoch mit dir. Schneller. Sehr schön. So, okay. Jetzt wieder hier hoch. So schwer ist es eigentlich nicht. Ach, hier ist eine Plattform, sehe ich gerade. Mal kurz. Was knistert hier denn die ganze Zeit so? Hör doch mal auf damit, das nervt. Okay. Alter, Mario. Ja, so ist okay. So. Lass mal hier den Weg ein bisschen frei machen. Wir machen den Weg frei. Dreckweg 0817. Oh, halt. Ah. Nein. Junge, da habe ich kurz falsch umgeschalten. So, was ist denn jetzt hier? Was ist denn jetzt hier? Hm? Du alter Bär. Du alter Pedobär. Na, spring doch gegen die Wand. Mario? Ja. Okay, jetzt bin ich wieder oben. Diesmal bitte nicht schon wieder verkacken komplett, wenn es geht. Sehr schön. So, noch eine.
Noch eine. Ich will denn noch. Wow, ich wäre fast wieder runtergefallen. Und diesmal konnte ich nicht mal wirklich was dafür. Ja, es ist explodiert. Irgendwie hat es mich da hingeschleudert. Okay, jetzt war's das. Meine Fresse, war das eine Arbeit hier. Da habe ich ja richtig gebraucht diesmal. Ja, komm, mach dich weg hier mit dem Korken. Einmal Wasserfall bitte. Juhu. Juhu. Und da war der kleine Maulwurf auch weg. Okay, ich habe mich extrem schwierig. Ich habe mich extrem schwer getan. Das ist, naja, was soll's. Was soll's. Ich habe Spaß gehabt. Das ist das Entscheidende. Das ist mein erster Stern, diese Folge eventuell? Könnte sein. Eigentlich schon, ja, na klar. Ich war ja hier das erste Mal. Oh Gott, war das schlecht. was ich jetzt gern machen würde, wäre... Nochmal zum Leuchtturm, oder eigentlich? Oder hier noch ein bisschen weitermachen? Ach, wisst ihr was, wir machen hier noch weiter. Wir sind jetzt einmal, wir machen heute in der Folge mal nur dieses Level. Na, ist doch okay. So, rein da. Zweite Runde. Baia Paradiso, der Bezwinger der Labyrinth-Ruine. Das ist cool, das ist ein cooles Level, das weiß ich noch. Eine coole Stage. Juhu. Genau, da müssen wir jetzt wieder zu dem Typ hier hin. Aber der See ist immer noch verschleimt, oder? Hallo? Mario, danke für deine Hilfe. Das war in der Tat sensationell. Möchtest du meine neue Lehre sein? Ich denke, egal. Mein Obst steht da vorne und möchte dir etwas sagen. Ja, danke. Wenn ich mit den Stimmen völlig daneben liege, dann tut's mir leid, aber dann könnt ihr mich auch mal. Weil, ja, ist gar nicht so leicht, jedes Mal eine richtige Stimme, eine passende Stimme zu finden. Juhu! So, Opi, wo bist denn du? Ups. Hallo! Das war gute Arbeit, du Meister Mario. Dank dir ist der Wasserfall wieder so wie früher. Bravo. Aber was ist das? Das Wasser ist doch schmutzig, seltsam. Es scheint, als ob meine Theorie falsch war. Schon okay. Ich denke, ich kenne den wirklichen Grund. Das scheint keine riesige Belohnung, aber... Ich verrate dir ein großes Geheimnis von Baia Paradiso. Danke. Toll. ein Stern. Diese Bucht ist die Grabstätte eines alten Paradiso-Königs. Benetze die Wandtafeln und es müsste sich ein Weg öffnen. Es ist wie Zauberei. Ein Weg führt zu einer Insignie der Sonne. Glaub mir, das stimmt wirklich. Vielleicht. Okay, wo ist jetzt die Stelle, wo ich drauf schießen muss? Ah ja, okay. So, und jetzt heißt es für uns schnell hier hoch. Weiß zwar nicht genau wohin, aber... Huh. Bleibt es... Ist es auf Zeit oder bleibt es? Komm schon, Mario. Und jetzt? Ah ja. Das ist doch mal ein richtiges 3D. 3D? Ah ja, hätte ich auch so hochkommen können. Super. Hey, was machst du da? Mach dich weg. Boing. Juhu, und noch eine blaue Münze. Hallo, M. Morgana. Hallo, Morgana. Hallo, Darkwing. Darkwing, Schätzchen. War das nicht so ähnlich? Geräusche? Bin schon weg. Ach. Ha, Abkürzung. War das gut? Keine Ahnung. Hallo! Insignie der Sonne, ich komme! Hallo? Ja, okay, ich bin richtig. Oder? Bin ich richtig? Vielleicht? Juhu! Oh Gott, ein Blooper! X! Ja, mit dem Rüssel! So, erstmal hier die Ärmchen abmachen. Wieder mal. Ich finde es ja immer noch bestialisch, dem armen Blooper seine Arme rauszureißen, aber naja. Was soll man schon machen? Was soll man schon tun? Ja, wieder eins, zwei. Komm, komm, komm. Schieß, schieß, schieß. Die müssen erstmal dran glauben hier. Aua. Verdammt. Der hat mich voll erwischt. Na komm. Ja, also das eine muss absolut fest. Gib mir das. Komm. Reich mir die Hand. Frieden! So, her jetzt mit dir. Komm, mach dich fort. Ich habe hier keine Stunde Zeit.
für deine Spielereien. Armes Tierchen. Nochmal, wirklich. Oh. So. Nur die mittleren sind wichtig. Die anderen, die äußeren, sind völlig irrelevant. Ja, so läuft es doch super. Wunderbar, wunderbar. So, okay, dann nochmal am Rüssel ziehen und dann sollte das Ganze hier vorbei sein. Der Arme, ey. Ich finde, es ist das dritte Mal, dass ich den Blooper so platt machen muss. Ich finde es einfach nur bestialisch. Das ist total gemein. Oh, Mann. Okay. Und jetzt? Haben wir hier irgendwas offenbart, wie es aussieht. Und sonst so? Coole Aussicht, oder? Das sieht schon schick aus. Das muss man schon zugeben, oder? Nicht schlecht. Hallo! Achso, gibt's hier noch was? Irgendwas von Bedeutung? Ein paar Münzchen vielleicht? Ja, ja, ist mir egal. So, komm her, du kleines Insigni-Leinchen-Dingens. Oder so. Yippie! So. Wie weit sind wir? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, einen Stern müssen wir noch schaffen, denke ich. Oder zwei vielleicht sogar. Mal schauen. Aber wir kommen zügig voran. Ich bin zufrieden. Wirklich. Da freue ich mich. Der Rico ist, der ist sehr zufrieden. Sonne? Sonne. Die Flasche der roten Münzen, okay. Aha. Nein, ich muss schwimmen, oder? Eureka, ich weiß, ja, jetzt weiß ich es. Was weiß ich jetzt? Was? Ich weiß, warum das Wasser so verschmutzt ist, Logo. Die Antwort bist du. Du musst auf den Grund des Meeres. Natürlich ist dir das momentan nicht möglich. Ich habe ein Areal, in dem du deine Fertigkeiten testen kannst. Ole, ola, ole, ola. Ole, 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 ola. Ja, mit diesem Helm kannst du viel länger unter Wasser bleiben. Bewege dich mit dem Dreck weg und hole die roten Münzen. Aber übertreibe es nicht. Geh dir die Luft aus, dann stirbst du. Schnapp dir die anderen Münzen, um die Luft aufzufüllen. Ja, Mario kann durch Münzen atmen. Das haben wir schon in so einigen Mario-Spielen gemerkt, dass Münzen scheinbar Sauerstoff enthalten für Mario. Irgendwie. So, na dann los. Ha. Ey! Lass mich los! Hallo! Ah ja, mit dem, okay. So wird geschwommen. Ich sehe noch nichts von den roten Münzen. Na gut, aber es geht ja, man bewegt sich ja sogar recht gut mit dem Ding, oder? Ist gar nicht schlecht. Und das Wasser kann ja auch nicht ausgehen, denn man ist ja im Wasser. Münzen? Da drüben? Wow. Hallo. Mario? Hol dir das doch jetzt einfach mal. Alter, du willst mich verarschen, oder? Warum treffe ich jetzt nochmal die Münze nicht? Okay, mal ein bisschen die Luft auffüllen. Sehr gut. So. Wo ist denn das Schwert? Da drüben, okay. Jetzt nochmal mit ein bisschen... Oh, ist doch nicht der Ernst. Er hat sich denn diese Scheißmission überlegt? Alter, ich mach's mal eine andere. So, gib mir die. Ja, schön, schön, rote Münze. Man kommt halt echt schlecht, so was, also was das Steigen betrifft, ne? Das ist, geht gar nicht mal so gut. Ja, jetzt habe ich sie. Okay. Noch zwei weitere, dann haben wir's. Ist eine komische Mission irgendwie. Ich weiß noch gar nicht so recht, wo ich jetzt überhaupt noch welche finde. Aber hier könnte ich bestimmt an 100 Münzen kommen, oder? Also kann man sich hochpusten lassen. Ach, da unten. Ja, okay. Ist ja nicht mehr schwer jetzt, ne? Komm, 1, 2 noch. Halt, erstmal die andere. Gib die Luft aus hier. Komm, Mario. Hopp, hopp. Rein da. Zack. Ja, schön. So sieht's doch gut aus. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier mit dem ganzen Bewegen. Aber naja, ist ganz angenehm. Ist ganz nett.
So, so, so. Oh yeah, und damit hätten wir es. Sehr schön, bravissimo. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen machen kann. Kurz mal nachdenken. Ach komm, wir machen jetzt noch einen Stern, okay? Einen schnellen noch hinterher und dann soll es das gewesen sein. Ja, ich habe jetzt kein richtiges Zeitgefühl mehr. Ich habe vorhin mal Pause gemacht, habe nicht genau geguckt, wie lange. Deswegen, wir machen jetzt einfach noch einen und gut ist. Außer der ist extrem lang. Vom Klempner zum Zahnarzt. Okay, was hat das zu bedeuten? Aha, erstmal da hoch, okay. Ach, das geht schneller jetzt, ja. Oh, Mario, du begibst dich nun auf den Grund des Meeres. Upsi wartet oben auf dich und trage dies. Ist es eine deine Abkürzung direkt zu Upsi? Danke. Yihi! Waha! Yippie! Ja, okay, ist das jetzt auch richtig hier? Ja, ne? So, sehr schön. Noch höher, ach. Wie hoch denn noch hier, Kollege? Da hinten ist auch wieder so ein bisschen Labyrinth-Zeug, oder? Da war ich glaube noch gar nicht. So, das funktioniert gut. Hoch jetzt hier. Hopp. Mario, mach keinen Scheiß. Und jetzt noch da hoch. Okay. Ach, ich mag den Dreiersprung. Das war schon immer was Feines. So, hallo, lieber Upsi. Oder so. Du scheinst bereit zu sein. Der Schmutz kommt von einem Riesenaal. Er haust im Heim unserer Vorfahren am Grund des Meeres und lässt sich dort gefährliche Höhlenräume entstehen. Sieh es dir mal an. Ich soll da jetzt reinspringen. Wirklich? Der entkorkte Wasserfall schafft eine Öffnung durch den Schmutz, die als Eingang dient. Spring hinein, tauche zum Grund und putze die Zähne des Aals. Das lindert seinen Schmerz und er kehrt nach Hause zurück. Auf, sammle deinen Mut und tauche. Willst du mich eigentlich verarschen, du kranker Irrer? Hast du nichts Besseres zu tun, als mir solche scheiß Aufgaben zu geben? Oh. Oh, ich soll ihm die Zähne putzen, dem Aal. Haben alle Zähne? Ich weiß es gar nicht. Hallo Atlantis, Aquaria oder so. Ja. Meine Sensoren zeigen, dass sich giftiges Material nähert. Hallo Aal. Wieso hast du vier Augen? Okay, ich bin erstmal unten. Hat ungefähr eine Stunde gedauert. Erstmal ein Münzen sammeln. Ich habe ein bisschen Angst, wenn der jetzt hier rauskommt. Ich sehe nichts. Mario, dreh doch mal. Kann ich denn hier drehen? Alter, ich hasse Wasser. Wieso kann ich nicht drehen? So. Jetzt brauche ich erstmal Münzen, sonst geht ja gar nichts. Okay, wir haben schon mal gesehen, was das Problem ist. Der Typ hat blaue, schwarze Zähne. Das ist nicht gesund, würde ich sagen. Das sollte mal zur professionellen Zahnreinigung gehen. Hallo? Naja, Münzen, Münzen, Münzen. Okay, nicht noch mehr. So, und jetzt geht's weiter mit dem guten alten Aal. Oh Gott, ich bin viel zu nah dran. Komm schon. Okay, das sieht gut aus. Der hat aber wirklich ganz, ganz schlimme Zähne hier. Der Kleine. Ein bisschen Geduld ist hier immer wichtig. Komm schon. Hallo. Oh, was haut er ab? Willst du mich verarschen? Oh, hier sind auch Münzen. Sehr gut. Immer ein bisschen Münzen einsammeln. Das ist jetzt auch wieder eine Mission, die wahrscheinlich ewig dauern wird. Gefühlt.
Ja, ein Zahn ist sauber, sehr gut. Ein bisschen absteigen. Und nochmal, los! Momentan sieht es erstmal ganz gut aus, so vom Absinken her. Ja, sehr gut. Der wohnt im Wasser und der kriegt es nicht hin, sich die Zähne zu putzen. Meine Güte. So, ich finde übrigens, die seitlichen Zähne hier, die sind tatsächlich die größeren Probleme, also die kleineren hier. Ich brauche Münzen, okay, ich verstehe. Da drüben sind wieder welche. Ich muss dringend immer Münzen einsammeln, sonst verrecke ich hier, ne, wegen Luftmangel und so. So, sehr gut. Also, wir haben Geduld. Wir haben immer schön Geduld. Geduld ist eine Tugend, die sehr wichtig ist. Oh Gott. Komm, werd sauber. Du blöder Zahn. Ja, den haben wir auch sauber. Super. Dann nochmal die 6 Münzen hier mitnehmen. Wir kommen voran. Wir haben fast alle Zähne geschafft. Halt, rückwärts, vorwärts. Münzen sammeln. Ach Gott, Unterwassersteuerung, ne? Mario und Unterwassersteuerung. Ohne Flachs. So, danke. Ab. Jawoll, das war richtig effektiv gerade. So, komm schon. Rückwärtsgang. Ey, komm wieder her. So viele Zähne sind es nicht mehr. Los, du alter Aal, du. Meine Nase kitzelt schon wieder. Komm. Komm her. Los, ich darf nicht zu tief gehen. Sonst frisst er mich. Und ich will natürlich nicht gefressen werden. Alter. Jawoll. Und einer noch. Den da. Ne, zwei noch. Komm, komm, komm. Schön drauf spritzen. Zack, 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 zack. Oh Gott, weg da. Ja, immer ein bisschen weg, wenn der hier anfängt, mich einzusaugen. Ich muss nochmal Münzen sammeln. Es hilft alles nichts. Ich habe es fast geschafft. Es fehlen noch zwei Zähne. Es fehlen noch zwei Zähne. Oh Mann. Aber immerhin, ne? Das sieht doch gut aus. So, Münze, Münze, Münze. Noch eine Münze. Gibt es noch mehr? Hallo? Irgendwas sehen wäre nett. Ja, 5 Striche Luft muss genügen. Aber Mario, der ist wieder mal doof und schwimmt hier irgendwo gegen. Ah. Hallo. Hallo, du. Der weint, oder? Ach komm, das muss doch jetzt reichen, um hier mal den Typ sauber zu bekommen. Ich muss schon wieder Münzen. Ey, die Luft, die ist viel zu schnell leer. Ohne Mist. Ich sammle immer Münzen ein, bin wieder oben, mach 2 Spritze und dann war's das wieder mit der Luft. Komm. Komm schon, Mario. Ach, Mann. So. Na, ihr seht schon, aber ja, was soll's. Das schaffen wir schon. Wir überziehen hier gerade die Folge extrem. Vielleicht schneide ich auch im Nachhinein ein bisschen. Mal schauen, aber ist egal, ist egal. So. Also, wir machen jetzt dem Aal noch seine Zähne sauber. Gott, so ein Scheiß. Wieder ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich jetzt zu nah rankomme. Vor allem ist der Zahn immer noch nicht fertig, der eine da hinten. Der ist gleich rausgekommen, der eine Zahn. Komm, wir haben es doch gleich. Nein! Oh, du blödes Vieh! Es fehlt noch ein Zahn. Mach jetzt Eier hier unten. Na komm, ich habe uns noch 3 Luftstriche. Oh, der Kerl, ohne Scheiß, der macht mich fertig. Hier sind nochmal Münzen mitnehmen. Die 3 müssen jetzt reichen. Komm, ab geht's. Ist wieder dreckig geworden, oder? Komm schon! Mario, du fliegst jedes Mal in die falsche Richtung. Komm, 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 komm! Ja, na bitte! Denk dran, dir regelmäßig die Zähne zu putzen, du blödes Mistvieh! Was passiert jetzt? Ah ja, meine Luft ist wieder aufgefüllt, das ist gut. Und wo ist jetzt der Stern? Da unten ist ein Herz. Cool, ein Münzherz brauche ich aber nicht. Ich will den Stern haben, juhu! So, ich habe jetzt bestimmt 10 Minuten überzogen oder so, aber was soll's. Juhu! Ich muss immer die Rechte annehmen, das geht besser. Okay, speichern und weiter. Damit hätten wir es heute auch geschafft.
Und ich würde jetzt sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch einfach mal auf der Endcard vorbei. Da gibt es noch ein paar Informationen und alles Weitere wird da erklärt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Willkommen auf der Endcard von Super Mario Sunshine. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video bewertet oder mir ein Abo dalasst für meinen Kanal. Außerdem habt ihr hier noch die Möglichkeit, eins der anderen beiden Videos anzuklicken, die euch hier verlinkt sind. Und ja, damit würde ich schon sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!